Moin Leute! Am heutigen Tag eröffne ich meinen eigenen Apple Store und zwar beim Mobile Store Simulator. Direkt neues Spiel, Shopname Apple Store. Eieiei, da verkauft Palette heute mal ein kleines iPhone. Willkommen in der Welt von Mobile Store Simulator. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Handyshop zu verwalten und auszubauen. Sie erfüllen die technologischen Bedürfnisse der Kunden, verkaufen neue Geräte und erweitern Ihr Geschäft. Das hört sich geil an. Wart ihr schon mal in so einem Apple Store? Ich ein, zweimal in Hamburg. Mein Handy habe ich aber irgendwie immer online gekauft. So, geht zum Laden. Das ist auf jeden Fall unsere schöne Bude. Oi, schick. Fehlt eigentlich nur noch, dass hier direkt eine Toilette ist. Oh, kann ich hier... Nee. Okay, wir haben aktuell 1.800 Dollar. Es ist 10 Uhr. So, wo ist denn mein Laden? Vermutlich hier. Moin! Weißt du, wo der Apple Store ist? Hier gibt's die geilsten Handys. Abgehobener. Ah, guck mal hier, for sale. Da kaufen wir rein. Sie können doch nicht kaufen. Ja, warum denn nicht? Ist das noch nicht mein Laden? Ah, hier ist die Konkurrenz. Moin. Seid ihr Zwillinge oder was? Guck mal, ich stehe hier mit dem Hammer, Alter. Gut, das ist wahrscheinlich der teurere Laden. Wir müssen in den billigen. Weil der Laden war ja noch relativ groß. Ah, das hier ist vielleicht unser Laden. Sie können noch nicht kaufen. Sag mal, ja, aber wegen was kann ich denn kaufen? Ich will doch einen Apple Store. Ah, guck mal, hier ist sogar ein Apple Store. Ist das hier mein Laden? Das ist mein Laden. Oh, der ist ja richtig heruntergekommen. Sie befinden sich hier in Ihrem eigenen Shop und können ihn verbessern. Upgrades durchführen. Ja, ja, geil, geil, geil. Mach ich. Oh, der ist ja richtig ranzig. Okay, wir müssen erstmal aufräumen, oder was? Ja, ja. Hol mal den Müll ab. Aber kann ich das nicht einfach... Okay, draußen kann ich das nicht hinstellen. Ich habe auch keinen Mülleimer. Oh, warte. Kann ich euch... Vielleicht kann ich die Sachen kaputt schlagen. Zack, Alter. Nee, kann ich noch nicht kaputt schlagen. Ah, ja, guck mal hier. Räumen Sie den Laden auf und werfen Sie den Müll in die Mülltonne. Ah, hier vorne. Okay. Ja, warte mal. Dann packe ich die meisten Sachen erstmal in mein Inventar. Und dann kann ich die wahrscheinlich da einfach rausholen. Naja, und dann einfach immer hier. So, das wahrscheinlich... Oh, hier das mal, ja... Ich sag's euch, mein Apple Store, der wird super. So, jetzt hier. Zack. Zack. Ich bin eine richtige Putzfee. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was für ein Handy habt ihr? Und ich will jetzt hier auch gar nichts machen mit, Apple ist besser als Samsung, Huawei oder Huawei. Und so weiter. Das liegt mir wirklich komplett fern. Sie sollten Vitrinen für Mobiltelefone und Zubehör kaufen. Ja, irgendeinen Laden habe ich da hinten gesehen. Weil es soll doch jeder das Handy haben und benutzen, was ihm gefällt, Alter. Aber im Spiel kauft bitte alle meine Apple Phone. So. Ja, ja, hier. Ich soll eine Vitrine für Mobiltelefone. Sie, kann ich noch nicht kaufen? Kann ich noch nicht kaufen? Ja, wie, aber was kann ich denn kaufen? Das hier? Ja, das sieht so ein bisschen Apple Store-mäßig aus. Oder auch ein bisschen Mediamarkt. Kann ich nur die billigen Dinger vorne kaufen? Ah ja. Okay, ja, warte, dann kaufe ich aber die günstige. Ja, die hier. 600. Ja, ich kaufe... Ah, die sieht aber ein bisschen stylischer aus. Aber hier, die ist, glaube ich, vor Dieben geschützt. Nämlich lieber für Langfinger. So, die schleppe ich jetzt schön nach Hause. Weil das ist doch auch im Supermarkt, ist es auch immer so. Die Sachen, die so teuer sind, die werden dann so weggesperrt. So. Jetzt habe ich hier, Sie sollten Vitrinen... Ich habe doch eine Vitrine jetzt. Guck mal, hier. Das ist doch super. Brauche ich noch eine oder was? Oh, warte mal, hier. Den Müll sollten wir nochmal wegmachen. Das sieht ja richtig... Ja, guck mal hier. Und da oben, das eigentlich würde ich gerne das Logo auch nochmal wischen. So, warte, aber ich glaube, er will, dass ich noch so ein Ding kaufe. Dann kaufe ich eins und eins, oder? Dann kaufe ich nochmal so eine... Oh, warte, aber hier nochmal, die an der Wand. Nee, nee, nee. Okay, die kann ich halt alle noch nicht kaufen. Dafür muss ich wahrscheinlich aufleveln. Deswegen, dann hole ich nochmal die anderen. So. Ja, aber jetzt hab ich ja die Dinger. So, die Leute kommen rein und sehen direkt, wow, Alter. Bei Paletto? Wunderbar. So, nehmen Sie Ihr Mobiltelefon und kaufen Sie Zubehör und Telefone auf der E-Commerce-Website. World Wide Web, Apple, iPhone. Ja, wir sind ja ein Apple Store. Aber das Ding ist, wir sind so ein abtrünniger Apple Store, der später auch sicherlich mal das eine oder andere Nokia und Samsung und so weiter verkauft. Aber wir können aktuell nur Apple iPhone SEs kaufen. Okay, warte mal, ich kaufe zwei Accessories. Ah ja, Bio-Earphone. Genau, 500. Checkout. Kommt jetzt einer mit meinen iPhones? Digi, hast du mein iPhone gesehen? Schnauze. Sag mal. Oh, da kommt einer. Hier vorne. Ah, da bringt er mein Paket. Wunderbar. So. Hinlegen. Ah, ja, ja, die packe ich jetzt mal raus. Das iPhone kommt hier. Oh, guck mal hier. Das sieht ja richtig gut aus. Entschuldigung. Danke. So, guck mal hier. Schnappe ich mir das nächste.
kommt dahin. Ja, ist jetzt natürlich alles ein bisschen leer. So, dann nochmal zweimal AirPods. So, die Bio-AirPods, wer kennt sie nicht? Guck mal, das ist ein bisschen weiter auf Augenhöhe. So, jetzt müssen wir öffnen. Ah ja, Tutorial ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Schulung abgeschlossen. Jetzt können Sie nach Ihrem Wunsch weiterentwickeln und wachsen. Ja, geil. Guten Tag, Ma'am. Das sind aber sehr schöne Schuhe. Haben Sie Lust auf ein iPhone? Verpiss dich. Nee? Okay. Ey, dich kenne ich doch von eben. Hast du Bock auf ein iPhone? Schnauze. iPhone? Ich habe ja nicht mal eine Kasse. Wie verkauft... Guten Tag, Sir, kommen Sie rein. Klappe. Aber für wie viel verkaufe ich das denn? Guck mal, 8 GB. Marktpreis 140. Naja, wird schon stimmen. Gut, unser erster Kunde. Hallo, Sir. Wollen Sie ein niegelnagelneues iPhone? Hallo, ich habe ein unbenutztes Apple iPhone SE, das ich verkaufen möchte. Ich bin hier, um einen Verkauf in Ihrem Geschäft durchzuführen. Hä? Du willst es mir verkaufen? Hä? Ich hab doch... Ich geb dir... Hä? Ich weiß nicht, was er will. Warten Sie, ich kaufe nicht. Hier, Ma'am. Ja, guck, das war richtig. Er wollte mir welche verkaufen. Ich möchte ein Bio-Earphone kaufen. Ja, verkaufe ich dir. Jetzt, ja, ich habe es ihr für 50 verkauft. Für wie viel habe ich es denn gekauft? Hallo, ich bin hergekommen, um mein eigenes Xiaomi 13 zu verkaufen. Ich möchte den Wert herausfinden und einen Verkauf tätigen. Tut mir leid, du kannst dein Xiaomi kannst du woanders verkaufen, Alter. Ey, da müssen wir echt die Preise ein bisschen lernen, ne? Aber wir haben eine Sache haben wir verkauft. Unser Apple Store, der läuft. Wartet ab. Wo ist nochmal mein... Ah, ja, da. So, die Accessories. Okay, ein 10er haben wir plus gemacht. Sehr gut. Ach, guck mal, die können wir doch jetzt aber auch kaufen. Ja, ja, wir können jetzt hier auch ein Apple iPhone 12. Aber das war schon gut, dass wir erstmal die günstigen genommen haben. Das Gute ist, ich werde direkt reinvestieren in einmal Mega-Headphones. Ja, einmal Mega-Headphones. Check out. Oh, warte. Kundschaft? Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ich habe ein unbedingt... Nee, ich will keine iPhone, keine Dingens von euch kaufen. Ich habe doch hier meinen eigenen Stuff. So, nochmal geile neue Dinger hier. Ah ja, ich glaube, das eine ist für Zubehör, genau. Und das hier ist für die Phones. Das ist schon alles richtig so. Ich packe das mal kurz in den Mülleimer. So, und dann kann man wahrscheinlich später sich noch diese größeren Läden holen. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass niemand meine iPhones kauft. Oder ist hier ein Kunde? Oh ja, guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ja, einmal Bio verkaufe ich dir. Oh, guten Tag, Ma'am. Ich möchte mein Tonor Magnet 6 verkaufen. Ja, mal sehen. Ach so. Ach, guck mal, hier sehen wir den Marktpreis. Ja, den kann ich mir nicht leisten. Tut mir leid, kein Interesse. Also scheinbar die Bio-Dinger sind gefragt. Die kann ich wahrscheinlich nicht wieder verkaufen, ne? Also, zurückgeben. Hallo, ist um 20 Uhr, macht wahrscheinlich unser Laden zu, oder? Mal gucken. Oh, da kommt... Oh, guck mal, kurz vor Ladenschluss kommt hier noch jemand rein. Guten Tag. Mega, ja, ich verkaufe ihn. Oh, Alter, 430. Das ist geil. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh Gott, die arme Frau, Alter. Die wurde hier fast weggemäht. Also bis dato laufen am besten diese Headphones. Oh, guten Tag. Mal ein iPhone? Ein iPhone. Guten Tag, ja. Apple, ja. Nee, warum? Ich bin hier gekommen. Ich bin hierher gekommen, um ein Apple... Er will es verkaufen. Okay, warte mal. Jetzt wir testen mal, ob die wirklich verkaufen wollen. Weil ich biete dir 100. Für 100 kaufe ich. Okay, ich verkaufe. Wir haben einen Deal. Du Mieses. Du, okay. Das ist einfach eine schlechte Übersetzung. Er hat mich einfach abgezogen. Ja, du willst... Ja, okay. Wenn die sagen, dass sie es verkaufen möchten, dann wollen sie einfach was kaufen. Naja. Okay. Ist in Ordnung. Jetzt wissen wir, dass die Leute auf jeden Fall, wenn sie hier ankommen mit den Phones und so weiter, das passt. Warte mal, wir haben ja noch zwei iPhones. Ich würde dann eher nochmal hier so Mega-Headphones und nochmal... Oh, guck mal, hier sind richtige. Warte mal, wie viele haben wir denn? 230. Lass mal gucken, ob wir hier... Hier sind nämlich die richtigen AirPods. Guck mal hier. Zack, Alter. Die werden einmal eingekauft, die AirPods. Oh, jetzt ist schon dunkel. Ja, wir haben leider kein Licht bei uns im Land. Doch! Als ob. Das ist das Licht, was ich früher auch hatte. Bei mir im Aufnahmezimmer. Wisst ihr noch? Aber wir haben... Oh, guckt euch das an. So habe ich den Apple Store auch immer in Erinnerung, wenn ich so in der Stadt war. Ah ja, guck mal, ist schon wieder da. Wurde ich verarscht? Oder kommt hier einfach kein Auto mehr? Okay, ich glaube, ich gehe schlafen. Licht kann ich hier anlassen. Junge, die... Oh, nee, hier.
Ich wurde doch nicht abgezogen. Kann ich die ganze Nacht arbeiten? So. Die Leute wollen ja auch nachts noch ein geiles iPhone. Ne, das war eine interessante Umstellung hier in Bayern, wo alles schon um 20 Uhr dicht gemacht hat. Junge, in Köln hat der Rewe bis 24 Uhr offen. Oh, ja. Lass uns mal handeln, Digi. 200 kostet das. Ah ja, dankeschön. Ach, du gehst dann direkt. Okay. Also 200 ist zu teuer. Oh, was wollen Sie? Ach, guck mal, da können wir nicht handeln. Aber hier, die Bio-Earphone-Dinger verkaufe ich dir. So, wir haben jetzt nochmal einen Huni. Müssen wir mal gucken. Als nächstes würde ich dann versuchen, 180 zu verlangen für so ein iPhone. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Weil wir müssen uns jetzt echt ein bisschen hocharbeiten, nachdem wir $40 Verlust gemacht haben. Kann ich... mein Kollege Schnauze. Wieder. Verpiss mit seiner Freundin. Dich. Läuft bei dir, Brudi. Guten Tag, Sir. Schönes Hemd. Wollen Sie ein iPhone? Jawohl. Guten Tag, Sir. Ein Reels C5. Nee, habe ich nicht. Tut mir leid. Ich hätte aber ein iPhone. Ein iPhone? Wo ist die Person? Ach da, Junge, ich dachte, er wäre ein Daywalker. Oh ja, er will die Apple AirPods. Jawohl, mal gucken. Die bringen, ich habe sie für 180 gekauft. Oh, als ob. Junge. Ja, kauf auch hier nochmal. Jawohl. Ja, lass uns handeln. Ich verkauf's dir für 180. Mein maximales Angebot ist 77. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe doch 140 dafür bezahlt. Ganz ehrlich. Warte mal, ich kauf nochmal. Zwei oder eins von denen. Dann nochmal. Hier, die haben sich wirklich immer mega gut verkauft. Warte mal. Die packe ich weg. Hier nochmal. Die waren geil. Und die waren geil. Checkout für 300. Also die AirPods. 10 von 10. So, jetzt ist gleich 12 Uhr. Vielleicht müssen wir dann Schluss machen. Oder wir verkaufen die ganze Nacht. Man weiß es nicht. Weißt du, in New York machen die Geschäfte doch bestimmt auch nicht zu. Oh ja, guck mal, der Laden, der füllt sich. Weißt du, man muss klein anfangen, aber dann. Ich sehe uns schon expandieren. Hier vorne, dann werden wir Mitarbeiter einstellen. Weil ich glaube, dann kann man bestimmt hier... Oh, was? Pay all? Oh, wir müssen auch Steuern zahlen. Die zahle ich mal lieber. Weil mit dem Staat willst du den nicht anlegen. Was ist denn Reels für eine Marke? FMC, das ist OnePlus. Sind auch, glaube ich, geil. Honor, Xiaomi, Nokia, Samsung und Apple. Oh ja. Was hätten Sie gerne? Oh, verkaufen. Bam, Alter. Die werde ich direkt wieder kaufen. Das Coole ist, dass die Lieferung irgendwie nichts kostet, oder? Also Lieferung ist jedes Mal kostenlos. Egal, wie wenig wir bestellen. Oh, die kann ich mal hier wegtun. Soll ja nicht unordentlich bei uns sein. Übrigens, Leute, wenn ihr zwar kein iPhone haben wollt, aber einen kleinen Weihnachtsmini-Paluten, vergesst nicht. 1. November, 20 Uhr auf paluten.shop. Wird verkauft. An euren Autogrammkarten sitze ich gerade schon. Da ein paar habe ich schon unterschrieben. Und zudem der Adventskalender ist ebenfalls am Start. So, zack. Das nur noch mal als kleine Info. So, Oh, ja. So, oh, Sie wollen ein iPhone? Also bis dato am schlechtesten... Lass uns handeln. So, ich will dann 180. Jo, ich habe doch 140 dafür bezahlt. What? Ich könnte 54 dafür bieten. So, verkaufen. Also die ganzen Earphones und so weiter. Das sind wirklich die Banger. So, davon kaufe ich nochmal einen. Hier, was machen denn? Was gibt's noch? Maxi-Earphone. Ah, Cases. Ja gut, aber Cases. Warte, welche haben wir jetzt? Gut, dann lass uns mal noch die anderen auch holen. War da auch nochmal ein Mega-Headphone? Ah, ne, haben wir hier. Dann gibt's nochmal die. Und die Maxi. So, 259. Haben wir nicht. Schade. Dann müssen die einmal raus. Checkout. Das Geile ist, wir können ja scheinbar die ganze Nacht über verkaufen. Da, Marktpreis 140. Aber warte mal. Bin ich vielleicht dumm? Nee, es ist auch für. Ich hab's auch für 140 gekauft. Oh ja. Ja, warte. Ich bin sofort bei dir. Was willst du haben? Oh ja. Batz, Junge. 244 wieder. Und so muss man sich halt wieder richtig schön nach oben arbeiten. Weil wir haben jetzt eine viel bessere Auswahl an Artikeln. Und dann können wir vielleicht auch irgendwann jedes Accessoire anbieten. Und auch jedes Phone. Also dafür, dass es 3 Uhr nachts ist, ist hier aber echt noch gut was los. Oh ja. Willst du ein... Ja, warte. Zack. Was willst du haben? Megaphone. Ja, verkaufe ich dir. Ast rein. Direkt der Nächste. Guten Tag, Ma'am. Bitte, ey, wenn du jetzt auch wieder hier am Lowballen bist. Mal, was bedeutet mal sehen? Achso, ah ja, dass ich das sehen kann. Okay, lass uns handeln. Okay, ich sag jetzt
160, dann verdiene ich gerade mal 20. Deal ist erledigt, ich stimme zu. Glückwunsch, wir haben Level 1 erreicht. Okay, jetzt haben wir 325. Dann lass mal das Apple iPhone 12 kaufen. Ja, ja, lass mal machen. So, den hier werfe ich mal weg. Oh ja, da arbeiten wir uns hoch. Bei den iPhones bin ich jetzt 20 im Minus immer noch, weil ich das eine ja zu günstig verkauft habe. Oh ja, ja, sehr gut, kauf die AirPods. Sehr nice. So, dann hole ich direkt wieder welche. Und warte mal, welche wurden auch verkauft? Ah, warte mal, die packen wir schnell mal wieder hier. Komm mal her. Guck mal hier. Ja, hallo, Paletto, wir arbeiten uns hoch. Was ist da auf dem Ding drauf? Netflix, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitter, Instagram. Unten ist noch ein bisschen Spotify. Apropos Spotify, hört euch die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast an. Der ist von mir und German Let's Play. Ich weiß gar nicht, worüber haben wir das letzte Mal geredet. Wahrscheinlich einfach wieder über unser Leben, was bei uns so privat abgeht. Könnt ihr euch gerne mal anhören, falls ihr Bock drauf habt. So, warte mal, jetzt gehe ich einmal kurz nochmal hier. Accessories. Ach so, oh, habe ich hier schon drin? Ja, einmal. Weil dann sind wir auch fast schon wieder pleite. Aber wenn wir das können wir, glaube ich, ganz gut verkaufen, das Apple iPhone 12. Oh ja. Oh, Apple iPhone, nee, Zubehör. Ist aber auch okay. Weil damit, also mit Zubehör machen wir bis dato die meiste Kohle. Zack, Alter, gönn dir, Brudi. Dann haben wir hier das GMW haben wir noch. Dann kaufen wir einmal die beiden. Oh, du hast kein... okay. Oh ja. Ich glaube, gleich haben wir Geld. iPhone, ja, lass uns handeln. Dann mache ich wieder 160. Als ob, das kaufen sie dann. Für 160 haben die Bock. Das ist ja okay. Dann kaufe ich das nochmal für 140. Aber jetzt müsste ich mir doch das alles leisten können. Ja, perfekt. Und schon habe ich nur noch einen Fünfer. Aber unser Sortiment konnten wir deutlich erhöhen. Und das ist immer noch unser erster Tag. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben hier die AirPods, die ordentlich wert sind. Ja, yeah, das ist gut. Weil wir sind gestartet mit 3 iPhones zu je 140. Guten Tag, Sir. iPhone 12? Oh ja. Oh, warte, ich muss mal sehen. 320. Da würde ich mal, ich teste mal. 380. Okay, dann lass sagen 360. Ich kann bis 200, nee, 220, nee, weil, ja, 320. Ich muss es eigentlich schon für 360 verkaufen. Also sonst macht das ja keinen Sinn. Weil wir machen ja deutlich mehr Plus an diesen ganzen Sachen. Los, Leute, kommt bitte alle vorbei. Oh, guten Tag, Sir. Oh ja. Ja. Okay, lass uns handeln. Ja, da kann ich ja wieder nur 160 verlangen. Für 48. Geh. Tut mir leid, verpiss dich einfach. Jo, für 48. Oh, guck mal, es wird wieder Tag. Ah ja, ist auch 8 Uhr morgens. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet für unseren Traum. Ja, manchmal muss man gerade gehen, weil wir sind ja selbstständig. Da muss man schon mal ein bisschen mehr arbeiten. Das ist wie mit meiner Mutter und ihrem Kiosk. Meine Mutter hat gerade in der Anfangszeit, hat die auch von, ich glaube, 5 Uhr morgens bis 18 Uhr gearbeitet. Guten Tag, Ma'am. Was wollen Sie? Was kann ich für Sie tun? Ah ja, die Power Sounds. Sehr gerne. So, krass. An denen machen wir 40 plus, oder? Ja. Oh ja, das ist die richtige Richtung. Megaphones. Jawohl, jetzt haben wir genügend Kohle. Dann gehen wir nach da hinten. Guten Tag, Sir. Hast du immer noch was Geiles zu verkaufen? Brauch ein Telefon. Ja, kaufe ich. Danke. So, nice one. Guck mal, jetzt sind wir unter der Hand, verkaufen wir auch noch andere Marken. Das machen wir aber, das stellen wir nach hier unten. Ein Samsung A14. Warte mal, was bist du wert? Bezahlt 107, Marktpreis 181. Okay, warte mal, lass uns handeln. 160. Perfekt. Haben wir wieder eins verkauft. Das ist doch geil. Na, jetzt haben wir hier ein Samsung und noch ein geiles iPhone. Leute, es läuft mit unserem Apple Store. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Unser Apple Store übernimmt die Welt. Vergesst aber nicht, auf paluten.shop vorbeizuschauen für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.